Menschlichkeit ohne Grenzen. Am Sonntag, den 10. Mai 2020, findet mit diesem Themenschwerpunkt die internationale Befreiungsfeier Mauthausen statt. Die katholische Jugend Oberösterreich nimmt seit Jahren daran teil und organisiert normalerweise den Jugendgedenkmarsch mit. Doch dieses Jahr ist vieles anders und die Jugendgedenkfeier und die Befreiungsfeier finden nur virtuell statt. Wir haben aber diese spezielle Situation zum Anlass genommen und haben Ida, Lisa und Reine gefragt, warum ihnen Gedenkarbeit so wichtig ist und warum sie sich dafür engagieren. Für mich ist Gedenkarbeit so wichtig, weil wir darin die Geschichten von Menschen erzählen und sie dadurch nicht in Vergessenheit geraten. Wenn wir diese Geschichten hören, dann rückt auch unsere eigene Situation in ein ganz neues Licht. Außerdem engagiere ich mich in der Gedenkarbeit, weil ich glaube, dass wir nur, wenn wir uns an das Leid der Verfolgung und des Krieges erinnern, nicht so leicht dazu verleitet werden können, zu glauben, dass Krieg auch einen Nutzen hat und dass das Leid der Einzelnen zu verschmerzen ist. Ich engagiere mich für Gedenkkultur, weil es nicht egal ist, wie man sich erinnert. Erinnerungen sind nicht nur wichtig, wenn man alt ist, sondern es ist auch wichtig, wie sich eine Gemeinschaft an bestimmte Dinge, die alle erlebt haben, erinnert. Denn unsere Erinnerungen machen es möglich, es in Zukunft besser zu machen. Im Gedenken an die Zeit des Nationalsozialismus ist mir ein Aspekt besonders wichtig, die Würdigung der Opfer. Die Nazis haben Menschen misshandelt, umgebracht und in Massengräber verscharrt. Die Opfer wurden entmenschlicht über den Tod hinaus. Wenn wir uns an diese schreckliche Zeit erinnern und gedenken, geben wir den Opfern zumindest ein Stück weit Menschlichkeit und Würde zurück.